Hey Leute, willkommen zurück zu Super Mario Maker. Heute spielen wir, wie schon im letzten Part gesagt, die Online-Level von irgendwelchen Leuten. Indem wir die 100 Mario-Herausforderungen machen, denn dort werden halt irgendwelche zufälligen Level von irgendwelchen Leuten halt ausgewählt. Die meistens leider schlecht sind, aber das ist jetzt mal nicht. Ja. Wenn wir mal Level suchen gehen, da sehen wir ja schon, das sind halt viele schon interessante interessante drin. Und dann die Sternrangliste, wo ich schon ein paar gespielt habe. zum Beispiel das habe ich nicht gespielt. Das können wir aber schon spielen. Ich weiß nicht, was genau das für ein Level ist, aber wir können es mal spielen. Wenn ihr mal wollt, dass ich auch meine ganzen anderen Level mal spiele, schreibt einfach in die Kommentare, aber ich glaube nicht, dass sich einer dafür interessiert. Wenn ich mal die Level spielen soll von meinem Account, die ich halt hochgeladen habe, dann wisst ihr was, das mache ich einfach mal im nächsten Part. In diesem Part möchte ich einfach jetzt mal die 100 Mario Herausforderung machen. Und ja, das sollte es eigentlich gewesen sein. Der Part soll ja auch nicht zu lang werden und ich glaube, weil da so viele schlechte dabei sind, man kann auch welche überspringen, die man halt nicht mag oder nicht schafft. Ich werde einfach nur, ja, mal sehen, wie lang der Part jetzt sein wird. Ich weiß es nämlich nicht. Das Level hier ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. Es ist auf jeden Fall ein Scrolling-Level. Die sind eigentlich sehr verhasst. So normalerweise, aber dieses gefällt mir eigentlich ziemlich gut, weil es ist schön aufgebaut und war es nicht gerade auscrolling? Oder was Einbildung? Dann habe ich mir schon eingebildet. Komisch. Wie soll ich das jetzt schaffen? Also ich muss einfach nur durchhalten. Ja, irgendwie bin ich hier an dieser Stelle ziemlich sicher. Nein, das Ziel auch schon erreicht. Das war jetzt irgendwie easyes Level. Naja. Gut. Was haben wir denn noch so? Level beendet. Genau. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes oder kann ich jetzt mit den 100 Mario Herausforderungen anfangen? Nee, ist eigentlich nichts mehr Interessantes dabei. Gut, dann würde ich sagen, spielen wir jetzt die 100 Mario Herausforderungen. Leicht ist jetzt, naja, nee, nein, danke. Fangen wir einfach mit normal an. Immer wenn man solche Herausforderungen macht, also bei leicht, normal, schwer und sehr schwer, da kriegt man dann Amiibo-Kostüme halt freigeschaltet, halt geschenkt, ohne dass man halt die Amiibo braucht. Bei leicht habe ich sie eh schon alle freigeschaltet, da macht es keinen Sinn für mich jetzt leicht zu spielen. Bei normal habe ich sie noch nicht alle. Dabei spiele ich das schon ziemlich oft und da haben wir schon wieder ein First Course. Diese First Course oder erste Level oder wie auch immer. Ja, die sind meistens sehr langweilig. Oh. Okay. Meistens sehr langweilig. Weil die halt nicht, noch nicht so gestaltet sind. Aber ich glaube, das sieht schon gar nicht so schlecht aus für ein erstes Level. Dieses Item, das wir gerade aufgesammelt haben, ist eine Neuerung von diesem Spiel und da möchte ich eigentlich auch dabei bleiben. Ich weiß nicht, ob das gewollt ist, weil manchmal, wenn man normalen Pilz öffnet, also so einen normalen Pilz halt bekommen möchte, dann kann es auch von einer geringen Wahrscheinlichkeit dieser Pilz rauskommen, aber meistens halt nicht. Oh Gott. Dieser Pilz gibt halt Mario einfach die Shit. Die Fähigkeit von Luigi, dass er halt so. Nein! Ich glaube, wir waren kurz vorm Ziel. Die Fähigkeit von Luigi, damit er halt höher springen kann und er rutscht ein bisschen mehr. Aber. Ja, das war nicht gewollt. Hier sollte eigentlich ein normaler Pilz drin sein. Man kann auch, wenn man wirklich 100% in diesem Spiel geschafft hat, kann man auch diesen Pilz auch beliebig einsetzen, also auch selbst so einsetzen, indem man einfach den Pilz schüttelt. Generell gibt es in diesem Spiel neue Dings, neue Items, die man halt haben kann.
wobei Items kann man es jetzt nicht nennen, halt neue Fähigkeiten. Wie zum Beispiel, dass Mario einen Helm hat. Einen Stachelhelm oder einen normalen Helm. Das sehen wir schon früh genug, das muss ich jetzt euch nicht irgendwie speziell zeigen. Ich bin mir sicher, wir sehen das hier in dem Part. Hundertprozentig, da bin ich mir sicher. Klicken wir mal weiter. Oh, wir hätten fast den Weltrekord gebrochen. Naja, dann halt nicht. Ich fand, das erste Level war eigentlich ganz hübsch, ne? Das war eigentlich ziemlich toll. Das war für ein erstes Level ja nicht schlecht. Nächstes Level, Find Me, Bro. Okay. Hat was mit Wandspringen zu tun anscheinend? Oh Gott. Auch wenn ich nicht ganz verstehe, was es da zu tun hat. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Pilz, ein Pilz, ein Pilz. Okay, danke. Ja, geil. Ich gehe einfach mal hier entlang. Oh. Oh, okay. Ich weiß zwar nicht gerade, wie ich das geschafft habe, aber. Geh durch, geh durch. War da unten nicht das Ziel? Ich glaube schon, gell? Okay. Ja. Ein sehr komisches Level. Man kann pro Level kann man maximal 3 One-Ups einsammeln. Also es ist theoretisch möglich, wenn man halt nicht so viel Münzen oder One-Ups halt platziert, dass es nicht möglich ist, 3 Leben zu bekommen, dann ist halt nicht möglich, aber es ist maximal möglich, 3 One-Ups zu bekommen. Insgesamt 100, darum heißt es auch 100. Okay, darum heißt es auch 100 Mario-Herausforderung. Ich weiß jetzt nicht. Okay, das war jetzt irgendwie ein sehr leichtes Level. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Es war sehr komisch. Naja. Machen wir einfach mal weiter. Ich nehme diesen Part schon direkt nach dem letzten Part auf. Also, ich konnte noch nicht in die Kommentare gucken. So ein Automatik-Level. Dafür gibt es mega viele. Da habe ich allein schon selber 4 gemacht, aber keins davon hochgeladen, weil ich generell so ein Fan von diesen Leveln nicht bin. Ich finde die manchmal zwar schon sehr interessant und manchmal sogar sehr übertrieben. Ah, da sehen wir zum Beispiel den Helm. Der Helm hat die Fähigkeit, dass er einfach nicht irgendwas auf einen drauf gehen kann. Ist auch gleichzeitig ein zweites Leben. Das heißt, wenn ich Schaden bekomme, fliegt einfach der Helm ab und ich überlebe noch. Ja. Wie man gerade gesehen hat. Ich mag halt so Automatik-Level nicht so sehr, weil du hast halt selber keine Herausforderung und das ist halt doof. Und vor allem bei solchen 100 Mario-Herausforderungen ist ja schon drin, das Wort Herausforderung. Das ist ja keine Herausforderung. Darum. Nee. Nee, ist nicht so meins. Ja. Wallbreak. Das klingt schon mal sehr interessant. Ach, und ich weiß schon, was ich hier machen muss. Ich muss halt hier das aufmachen, damit. Da ist nichts drin. Okay, seltsam. Damit ich durch kann. Wobei ich wäre, glaube ich, auch so durchgekommen. Wäre eigentlich möglich gewesen. Ich nehme einfach meinen Cooper mit. Falls wir den brauchen. Nee, brauchen wir nicht. Können auch so ans Ziel. Naja, hier sehen wir zum Beispiel, ich konnte noch ein One-Up erreichen, aber ist eigentlich egal. Mir hat eh nichts gebracht, weil. Ich habe ja schon 100 One-Ups, und das ist ja. Speichern und beenden könnte ich theoretisch auswählen. Ah, wir wollen ja hier das Ganze durchspielen, ne? Wir wollen hier ohne Pause schuften wir. Ich kann das voll lesen, was da steht. Hä? Soll ich das jetzt verstehen? Hä?
verstehe das Level nicht. Kannst du mir einen erklären? Oh Gott, oh Gott. Was? Das geht? Der hat eine rote Münze oder eine rosa Münze in so einem Teil halt versteckt. Und wenn man halt draufsteht, hat er die automatisch eingesammelt. Und wenn man halt alle roten oder rosa Münzen halt eingesammelt hat, kriegt man halt einen Schlüssel. Ja, das ist ja interessant. So eine Idee habe ich auch noch nie gesehen. Hätte eigentlich einen Stern verdient, aber ich vergesse das immer mit den Sternen. Das war blöd von mir. Ja, es war italienisch. Keine Ahnung. Ich hätte zum Beispiel nochmal einen Stachelhelm, aber den kann ich jetzt nicht aussammeln. Weil ich mich bewegen müsste am Anfang. Und ja, das... wie soll ich das hinkriegen? Jetzt... Ah, nee, das sind ja noch Stachis. Das geht doch gar nicht. Okay, ich gehe einfach mal durch. Ich hoffe, der Lakitu wirft was Schönes oder nichts Böses. Ich bin so klug. Ich bin so klug. Oh Mann. Ich wundere mich noch so, hä? Was ist passiert? Shit, ich hätte mich weiter nach links bewegen müssen. Egal. Einfach durchrennen, einfach durchrennen. Dann habe ich es geschafft. Okay, 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 komm. Oh, knapp. Okay, geschafft. Das war jetzt irgendwie, knapp. Sehr knapp. Aber wenn man schon mal so nachdenkt, für normal ist es immer noch viel zu leicht, meiner Meinung nach. Aber vielleicht bin ich einfach nur ein Pro-Gamer und, mach das irgendwie mit links oder rechts oder oben und unten. Schon wieder was Japanisches. Keine Ahnung, was da steht. Okay. Sieht schon mal interessant aus. Ach man, ich gucke immer wieder auf den Bildschirm, der verzögert ist. Das ist so behindert. Nein, und dann krieg ich Schaden. Wie gerade eben. Ja, okay, das war jetzt meine Schuld. Ach man. Hä, das Level. Okay, das Level ist jetzt schon schwerer. Okay, ich dachte gerade schon, ich sterbe jetzt nochmal kurz, aber. Nee, ich doch nicht. Ich doch nicht. Okay. Bei welchem Level sind wir schon? Bei 9, gell? Geht voll fix geht das. Vielleicht schaffen wir sogar noch die restlichen Level in diesem Part. Very hard water level. Wenn es very hard ist, dann müsste es doch unter der Kategorie sehr schwer sein, oder? Oh! Oh mein Gott! Das war echt knapp. Okay, gucken wir erstmal, was das für ein. Oh, Tarek! Hallöchen! Aber ich will doch lieber Mario, Feuer Mario sein. Kann ich mich verteidigen. Ich glaube echt nicht, dass dieses Level so schwer sein wird. Vor allem, wir erkennen jetzt schon wieder, dass es eine Vorlage benutzt wurde. Weil mit Vorlage meine ich, am Anfang, wenn man das Spiel startet, dann sieht man ja so ein Bildschirm. Oh Gott. So ein Startbildschirm, wie ihr im letzten Part gesehen habt. Der von Nintendo vorgegeben wird und den kann man auch bearbeiten und das wurde hier gemacht und das finde ich halt nicht so cool, wenn man halt solche Vorlagen benutzt. Ich habe in all meinen Leveln habe ich es einmal gemacht? Ich glaube ein einziges Mal habe ich es gemacht. Ein einziges Mal. Aber ich habe das so verändert, dass man es kaum wiedererkennt. Also darum sollte das kein Problem sein. Little Adventure. Ja, dieses Level gerade eben, das war jetzt irgendwie wirklich nicht schwer. Kann man da wirklich jetzt. Das war noch nicht mal normal, also es war wieder leicht. Da finde ich auch dumm, wenn man solche Sachen wie Very Hard in seinen Titel schreibt. Wenn der wirklich nicht Very Hard ist. Okay, dieses Level sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Das gefällt mir sogar. Vom Aussehen einfach. Und es ist sogar schwer. Oder schwerer als andere. Sogar mit Checkpoint. Okay. Soll ich es riskieren, und da runter zu springen? Weil ich habe da schon gesehen, da ist.
Wieso mache ich sowas? Ja, ich habe gesehen, das ist Team, da kommt auch theoretisch hin, aber jetzt habe ich es mir versaut. Ich probiere es einfach nochmal. Geht doch. Es ist möglich. Aber du hast einen komischen Effekt bekommen, damit es schwieriger wird, aber es war nicht schwieriger. Ich habe es trotzdem nicht bekommen.